Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder in Karlsruhe bin. Und ich möchte Ihnen etwas erzählen, was nun weit weg erscheint. Ich hoffe, bei dem heißen Wetter bringen diese Eisbilder so ein bisschen Kühlung. Aber so weit weg ist eigentlich die Arktis gar nicht. Also die Küste des Eismeers, des Arktischen Ozeans, ist so weit weg von Berlin wie die Südküste Spaniens. Und deswegen ist es vielleicht unsere Unkenntnis, die uns dazu bringt, dass wir denken, das ist weit weg und das geht uns nichts an. Ich möchte Ihnen das so ein bisschen näher bringen und ich werde einiges vorstellen, was sich mit dem Meereis befasst. Und das ist, glaube ich, der größte Teil hier, weil es hier eben auch mit dem Ozean zu tun hat. Ich werde aber auch auf einige terrestrische Aspekte eingehen, wie die Eisschilde und die Permafrostgebiete. Ja, dieses Bild haben Sie vielleicht in anderer Form schon mal gesehen. Sie haben hier unten, na, unten ist die Zeitachse. Ich muss vielleicht analog arbeiten hier. Also Sie haben hier die Zeitachse von 1960 bis 2010. Und auf dieser Achse sind die Breitengrade aufgetragen, nämlich von der Antarktis bis in die Arktis. Und was Sie ganz deutlich erkennen, hier, das ist die Abweichung der Temperatur vom langjährigen Mittel. Das ist also die Temperaturanomalie. Und ganz deutlich sieht man hier oben in der Arktis, dass der Temperaturanstieg zwischen 2 bis 3 Grad liegt. Es ist 2 bis 3 Grad wärmer geworden. Das sind Beobachtungen, das sind keine Modelle, das sind Beobachtungen im Vergleich zum globalen Mittel, was sich so ungefähr in der Größenordnung von 0,5 Grad vielleicht bewegt. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine sehr starke Verstärkung. Und deswegen ist es so, dass wir alle ganz genau hinschauen, was passiert denn da eigentlich? Denn das, was da passiert, kann woanders später auch kommen, langsamer vielleicht. Und wir müssen auf jeden Fall sehen, dass die Modelle funktionieren, dass die Modelle, die wir entwickeln, tatsächlich zukünftige Temperaturentwicklung korrekt vorhersagen. Wenn sich die Arktis erwärmt, was passiert dann? Also, wir haben einmal beobachten wir die Veränderung des Meereises. Es wird weniger. Wenn das Meereis verschwindet, ändert sich auch das Ökosystem. Also, der Eisbär ist ein beliebtes Tier, aber der Eisbär ist nur einer von ganz vielen, die beeinflusst werden, wenn das Eis verschwindet, das Meereis verschwindet. Dann haben wir natürlich die großen Eisschilde, sowohl Antarktis als auch Grönland, und die beeinflussen den Meeresspiegel, wenn sie abschmelzen. Die Permafrostgebiete sind natürlich auch ein ganz wichtiger Rückkopplungsmechanismus durch die Freisetzung von klimawirksamen Gasen. Und schließlich und endlich werden diese Veränderungen sich auch auf den hydrologischen Zyklus, also Regenfälle, Verdunstung und Regenfälle auswirken, dass der Winter mehr Regen bringen wird und der Sommer wahrscheinlich weniger. Passt vielleicht nicht zu diesem Sommer, aber das ist nun mal so mit dem Klima, das ist immer nur ein Mittelwert. Und wenn mal ein kalter Winter ist oder ein kühler Sommer, dann heißt das nicht, dass die Klimavorhersage nicht stimmt, dann heißt das nur, dass man mal wieder einen Ausschlag auf dem normalen Wetterradar hat. Punkt, den ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte, ganz am Anfang, das sind die Zeitskalen, mit denen wir hier rechnen. Und zwar haben wir hier die verschiedenen Teile der gefrorenen Erde. Das sind natürlich einmal die Gletscher in den Alpen oder im Himalaya. Dann das hier, Frozen Ground, das sind die Permafrostgebiete. Wir haben das Eis, was auf dem Meerwasser schwimmt und was sich aus dem Meerwasser bildet, also gefrorenes Meerwasser, das Sea-Eis oder Meereis. Und dann die großen Eisschilde, die entstehen in Grönland und in der Antarktis. Die können mehr als 3 Kilometer dick werden. Das ist das älteste Eis, was wir haben. Und der große Druck führt dazu, dass das Eis fließt. Und fließt bis auf dem Meer, es schwimmt zum Teil auf dem Meer und das ist dort als Schelfeis vermerkt. Und wichtig sind jetzt die Zeitskalen. Das Meereis, das bildet sich innerhalb von Tagen, Wochen,
hält vielleicht mal ein paar Jahre. Aber wichtig sind die großen Eisschilde. Und da sehen Sie hier Ice Shelves und Ice Sheets. Das ist der untere Teil hier, dieses hier. Die können Hunderttausende bis Millionen Jahre alt sein. Und auch der Permafrost hat Zeitskalen, die bis in die Millionen Jahre gehen. Das heißt, wenn sich da was ändert, das ändert sich sehr langsam, aber dann hört es nicht mehr auf. Und dann ist es auch nicht sehr schnell wiederherzustellen. Das sind eben die Sachen, wo man sagt, naja, das ist Permafrost, ne, das taut jetzt so ein bisschen auf. Wenn das erstmal aufgetaut ist, dann dauert das sehr lange, bis sich dieses System wieder zurückbewegt in den Zustand, den wir kennen. Jetzt zum Meereis. Das Bild, was Sie hier sehen, ist vom Hubschrauber aufgenommen worden. Das sieht so im Sommer aus. Da hat man diese Schmelztümpel. Die haben sehr stark zugenommen in den letzten 10 Jahren. Und diese Schmelztümpel, die bilden sich natürlich dadurch, dass die Luft wärmer ist und dass wir stärkere Sonneneinstrahlung haben. Und Sie sehen da ein Team von Polarstern, die gerade ihre Arbeiten auf dem Meereis durchführen. Was ist Meereis? Ich glaube, so ein paar Worte zur Bildung von Meereis möchte ich gerne sagen. Das erste ist, es bilden sich feine Kristalle, Eiskristalle im Wasser, wenn das Wasser anfängt, das Meerwasser anfängt zu frieren. Und zwar sind es Süßwasserkristalle und Salz bleibt zurück. Das sieht dann ungefähr so aus, das sind so Schlieren, die sich bilden. Und man nennt das Slush-Eis oder Grease-Eis, weil die Oberfläche des Ozeans aussieht, als wenn es ölig ist. Dann backen diese kleinen Kristalle zusammen und es bildet sich sogenanntes Pfannkucheneis. Das kommt daher, dass die zusammenstoßen immer wieder und dadurch runden die sich ab und die sehen wirklich aus wie Pfannkuchen. Und wenn die dann zusammenfrieren zu größeren Stücken, dann hat man Packeis. Und das Packeis, das sind dann große Schollen und da landet auch Schnee drauf. Und das unterste Bild und auch das andere Bild, was Sie gesehen haben, das ist eben das Packeis, was den größten Teil des arktischen Ozeans bedeckt, aber auch rings um die Antarktis auftritt. Warum ist das so wichtig, dieses Eis? Also einmal, Sie müssen sich vorstellen, dann ist so ein Deckel auf dem Meerwasser. Dieses Meerwasser ist wärmer als die Atmosphäre. Und wenn wir einen Eisdeckel haben, dann schließt das den Wärmeaustausch und aus. Das heißt also, dieses Meereis verhindert den Austausch von Wärme oder auch Wasserdampf, also Evaporation. Und dadurch haben wir natürlich einen großen Unterschied, wenn es weg ist. Wenn das Meereis weg ist, dann kann das Meerwasser verdampfen und die Atmosphäre kann sich erwärmen. Das Salzwasser bleibt zurück und es wird saliner. Das hat Auswirkungen auf die Strömung, die Ozeanströmung. Ein ganz wichtiger Punkt aber ist die Reflexion des Sonnenlichts. Weiße Flächen reflektieren Sonnenlicht sehr viel stärker als schwarze. Und diese Reflexion nennt man Albedo. Und Meereis mit Schnee drauf hat einen sehr hohen Albedo, das heißt sehr viel wird zurückreflektiert. Und wenn das Eis nicht da ist, wird viel Sonnenenergie von dem Wasser aufgenommen. Und man hat dann eine Erwärmung in dieser oberen Schicht. Diese Erwärmung wiederum schmilzt mehr Meereis und das ist ein positiver Rückkopplungszyklus, der natürlich dazu führt, dass mehr und mehr Meereis verschwindet. Das ist einer der Punkte, die man in der Modellierung noch berücksichtigen muss und die sehr schwer zu berücksichtigen sind. Dann haben wir natürlich auch den Lebensraum. Der Eisbär ist immer bekannt und alle finden das so traurig, dass der arme Eisbär jetzt nicht mehr seinen Lebensraum hat, aber viel wichtiger noch ist, dass es kleine Algen gibt, die im Eis wachsen, die gefressen werden von Krebsen und von Fischen und von denen sich dann schließlich und endlich auch die Robbe und der Eisbär ernähren. Warum ist es so ein wichtiger Lebensraum? Was Sie hier sehen, das sind mikroskopische elektronenmikroskopische Aufnahmen, also die weißen Balken, das ist 1 Millimeter. Und das sind jetzt diese Meereisproben, die sind ausgegossen worden mit einem Kunstharz. Und Sie sehen hier die Hohlräume im Meereis.
Also dadurch, dass diese kleinen Kristalle alle zusammenfrieren und dass sich zwischen diesen Kristallen eine höher konzentrierte Salzlauge befindet, die natürlich bei tieferen Temperaturen erst friert, bilden sich diese Kanäle. Und man kann anhand dieser Kanäle auch sehen, ob sich ein Eis sozusagen sehr unter dynamischen Bedingungen gebildet hat. Das wäre das linke Bild. Oder ganz ruhig gefroren ist, das sind dann diese langen Kanäle im rechten Bild. In diesen Kanälen leben Algen und Bakterien. Das war ein Teil meiner Forschung. Und deswegen möchte ich das hier auch gerne anbringen. Und wie passiert das eigentlich? Das passiert so, dass wenn sich dieses Eis bildet, diese kleinen Eiskristalle im Wasser sich bilden und nach oben steigen, sammeln sie auf dem Weg Algen und Bakterien mit auf. Die werden eingebunden in dieses Eis und sie werden schließlich und endlich auch tatsächlich eine Schicht bilden, entweder im Eis, wenn die so zusammenbacken, diese Schollen, oder aber auch unterm Eis. Und diese Schicht enthält sehr viele Algen, die dann von Krebsen gefressen werden können. Die weiden tatsächlich von unten dieses Eis ab. Der Krill in der Antarktis, der beruht darauf, dass er im Winter unter dem Eis fressen kann. Und im Sommer, wenn das Eis wieder schmilzt, dann werden diese ganzen Algen freigesetzt, sinken zum Meeresboden und können dann auch die Tiere am Meeresboden ernähren. So sieht das aus unterm Eis. Die braunen Schichten sind keine Ölverschmutzung. Das sind Algen, die im Eis und unterm Eis wachsen. Und Sie sehen auch hier, dass Licht durch das Eis durchfällt, um genug Energie für die Algen zu erzeugen. Denn wenn sie in der Wassersäule wären und meinetwegen in die tieferen Schichten absinken, dann hätten sie schwierigere Bedingungen, schwierigere Lichtbedingungen auf jeden Fall und könnten sich nicht so entwickeln, als wenn sie sich da am Eis festsetzen. Nun zum Meereis, zur Ausdehnung. Was man hier sieht, ich hoffe, Sie können das erkennen. Das sind die Mittelwerte der Meereisausdehnung im Sommer. Im September ist die geringste Meereisausdehnung. Und Sie sehen hier diese gelbe Kurve. Das ist der Mittelwert zwischen von den 80er Jahren bis 2010. Dann sehen Sie eine rote Kurve. Das war der Wert 2007. Man sieht, das Eis hat etwas abgenommen. Und dann gibt es noch eine blaue Kurve, die man so gerade eben hier sehen kann. Diese da. Das ist der Wert von 2012, das war ein Rekordminimum in der Meereisausdehnung. Und darunter, das Weiße mit den blauen Rändern, das ist die Meereisausdehnung im Oktober 2015, die auch sehr gering war. Die blaue Farbe deutet an, wie viel Prozent Eisbedeckung da ist, denn es ist ja nicht 100% oder 0, sondern es gibt ja eben diese Verteilung der Eisschollen. Und je blauer es ist, also dieses dunkle Blau, umso weniger Eis ist da. Also im Oktober 2015 war die Ausdehnung 5,6 Millionen Quadratkilometer. Und wir sehen auch gerade vor Sibirien, dass das Eis sehr wenig ist und auch sehr dünn. Aber die Haupteismassen befinden sich im Kanadischen Becken und vor Grönland. Und das führt natürlich dazu, diese geringe Eisbedeckung vor Russland führt dazu, dass jetzt überlegt wird, kann man nicht eventuell Schifffahrtsrouten dahin legen. Was man hier sieht, sind die IPCC-Modelle. Die blaue Kurve ist die IPCC-Vorhersage, wie sich das Eis entwickeln wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und Sie sehen auch den Fehlerbalken, hellblau, angegeben. Aber was Sie auch sehen, sind unsere Beobachtungen, das sind die Satellitenbeobachtungen, die da in gelb drüber gelegt sind. Und man sieht, dass die Beobachtungen zeigen, dass das Meereis schneller abnimmt und noch außerhalb der Fehlerbalken der Modelle liegt. Das heißt, wir haben hier ein echtes Problem, weil unsere Modelle diese verschiedenen Rückkopplungsmechanismen, die es gibt, nicht richtig erfassen. Also ein Rückkopplungsmechanismus ist sicherlich die Frage, was passiert mit dem Albedo. Und ein anderes Rückkopplungssystem werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen. Hier haben wir also wirklich eine große Aufgabe, die Modelle zu verbessern.
um die Sicherheit auch hinzubekommen, wenn meinetwegen wirklich Schifffahrtsrouten eingerichtet werden sollen oder aber auch Ölbohrungen stattfinden sollen im Arktischen Ozean. Und ein ganz großes Problem hier ist, dass wir nicht genug Daten haben. Es ist nämlich gar nicht einfach, in der Arktis zu allen Jahreszeiten zu arbeiten. Und das ist jetzt eins der großen Themen, wo wir auch international versuchen, zusammenzuarbeiten, damit unsere Modelle besser werden und damit wir auch Daten aus dem Winter zum Beispiel haben. Noch eine ganz einfache Erklärung, warum die Eisdicke so wichtig ist. Wenn wir hier eine Eisdicke haben, die Ende des Winters relativ dick ist, die kann auch im Sommer abschmelzen, das tut sie auf jeden Fall, aber es bleibt immer noch Eis da. Und wir haben immer noch eine Eisbedeckung, die dann wieder aufwachsen kann im Winter. Wenn die Eisdicke aber nicht mehr so groß ist, wie Sie hier sehen, also wenn die schon im Winter dünner anfängt, dann schmilzt sie im Sommer ganz weg. Und dann haben wir das Problem, dass wir diese großen eisfreien Flächen haben, die dann natürlich zu diesen positiven Rückkopplungsmechanismen führen. Da wird sich im Winter wieder Eis bilden, aber das ist dann natürlich dünner und das ist sogenanntes einjähriges Eis. Die anderen Eise, die nicht ganz wegschmelzen, das ist mehrjähriges Eis. Das ist dann auch entsprechend dicker. Deswegen haben wir große Anstrengungen unternommen, um das Meereis zu messen, also die Dicke vom Meereis zu messen. Sie sehen hier einen Hubschrauber und hier unten hängt ein Gerät. Das ist eine elektromagnetische Sonde, die heißt bei uns EM Bird, weil sie fliegt. Sie hängt unter dem Hubschrauber und damit kann man dann also größere Strecken abfliegen. Aber ein Hubschrauber kann eben auch nicht so weit reinfliegen. Und es ist jetzt angepasst worden, dass es auch unter den Flugzeugen hängen kann, dieses Gerät, was für die Piloten eine riesige Aufgabe ist, denn die fliegen wirklich stundenlang 200 Meter, nee, viel weniger, 100 Meter über dem Eis. Und das ist natürlich ziemlich anstrengend, weil sie natürlich auch die entsprechende Entfernung vom Eis immer genau einhalten müssen. Das ist ein großes deutsch-kanadisches Programm, was da betrieben wird, PanArcMIP. Und wir fliegen regelmäßig die gleichen Routen ab, um zu sehen, wie ändert sich das Eis über die Jahre. Sie sehen auch eine mangelnde Abdeckung in Russland, also bei Sibirien. Wir dürfen über Sibirien nicht fliegen und nicht messen. Das sind dann politische Schwierigkeiten und wir versuchen jetzt, dass wir das Gerät wenigstens auf ein russisches Flugzeug bekommen, sodass die Russen für uns messen. Aber ohne diese Daten ist es halt sehr schwer. Und das sind Ergebnisse, die jetzt zusammengetragen wurden aus vielen Ländern, wie sich das Eis, die Dicke des Eises verändert. Sie sehen einmal den März, das ist die größte Eisausdehnung, und dann den September 2010, diese lila Farbe, das ist einjähriges, also dünnes Eis, die blaue Farbe, das ist zweijähriges Eis, ein bisschen dicker, und dann das ganz dicke Eis ist grün. Und was Sie unten sehen hier, das sind die Jahre von 81 bis 2009. Und wie viel Prozent der gemessenen Flächen jeweils einjähriges oder zweijähriges oder mehrjähriges Eis darstellen. Und man sieht ganz deutlich, dass seit 2006, 2007 das mehrjährige Eis stark abnimmt. Ich habe leider keine neueren Daten, aber der Trend setzt sich fort, dass es immer mehr einjähriges Eis gibt. Und insgesamt haben wir, wenn man also die Ausdehnung und das Volumen anguckt, mehr als 30% des Eisvolumens verloren. Wahrscheinlich einige rechnen sogar mit 50% insgesamt. Denn das Argument war am Anfang immer, dass gesagt wurde, ja, die Eisfläche wird weniger, aber das wird irgendwie zusammengeschoben, wird dicker und dann ist das Volumen ja gleich. Aber es stimmt nicht. Wir verlieren tatsächlich sehr viel mehr Eis. Wir müssen natürlich auch sehen, was heißt das jetzt für die Reflexion des Lichtes? Und man kann mit einem solchen Roboter, wie man ihn da sieht,
Strahlungsmessungen machen. Der wird unter das Eis geschoben und misst dann, wie viel Licht durchfällt. Und Sie hatten vorhin ja diese Schmelztümpel gesehen, die jetzt sehr stark zugenommen haben. Wir haben Messungen von 1980. Da sehen Sie, dass ungefähr 62% der Sonneneinstrahlung reflektiert wird von den weißen Oberflächen. Und 34% bleibt im Eis, also zum Beispiel in diesen Schmelztümpeln, und 4% geht ins Wasser. Wenn wir das in 2010 anschauen, dann wird nur noch 37% reflektiert, 11% geht ins Wasser und 52% bleibt im Eis. Das heißt also, viel Energie wird von diesen Schmelztümpeln im Eis aufgenommen und führt natürlich dazu, dass das Eis schneller schmilzt. Und das heißt eigentlich, dieser Anstieg der Energie, die da aufgenommen wird, die müssen wir jetzt natürlich noch genauer feststellen und die müssen genauer berechnet werden für die Modelle. Der andere Effekt, der hier auch als Konsequenz steht, ist, es gibt mehr Licht im Eis, das heißt, die Algen können besser wachsen. Und es gibt mehr Energie, die in den Ozean direkt reinfließt, also dass der Ozean sich selbst auch erwärmt. Was das jetzt für die Biologie heißt, ist eine ganz große Frage, das wissen wir wirklich noch nicht. Die anderen Sachen müssen jetzt in die Modelle überführt werden. Wir haben, wie gesagt, sehr wenig Daten für den Winter und müssen jetzt neue Technologien einsetzen. Wir entwickeln auch autonom arbeitende Messsysteme, die Daten aufnehmen, die aber auch so intelligent sind, dass sie dann anschalten und mehr messen, wenn irgendwas passiert, und auch Ruhemodus haben, um Energie zu sparen. Hier sehen Sie eine Meereisboje, die wird auf dem Meereis verankert und driftet dann im Winter über den Arktischen Ozean und misst Schneedicke und Lufttemperatur, und per Satellit kriegen wir die Daten dann. Man kann, wenn das System noch weiter ausgereift ist, auch noch weitere Messungen anbinden. Und hier sehen wir eins der Ergebnisse, die uns wirklich verwundert haben. Sie sehen da oben die farbige Markierung, das sind diese 5 Bojen, die da gedriftet sind. Vielleicht erkennt man hier so gerade eben noch, das ist Grönland hier und das hier ist dann Sibirien auf der Seite. Und man sieht an den Ergebnissen, dass zu Beginn war es bei minus 25 Grad, also so wie man das erwartet im arktischen Winter. Und dann gibt es plötzlich einen Wärmeeinbruch und es wird fast über 0 Grad. Es war uns völlig unklar, dass sowas überhaupt passieren kann. Das heißt, da ist natürlich die Frage, was machen solche warmen Lufttemperaturen dann mit dem Eis? Und das wird natürlich auch das Meereiswachstum einschränken. Andererseits hat man höhere Evaporation und es kann auch mehr Schnee auf dem Eis liegen. Hatten Sie eine Frage? Ja, eine kurze Nachfrage. Sitzen die Bojen dann fest im Eis und driften sozusagen mit der Bewegung des Eises? Ja, die sitzen fest im Eis. Da ist ein Bohrloch und da sitzen die drin, dass sie mit der Scholle driften. Und deswegen haben wir jetzt ein Riesenprojekt vor. Das kostet wahrscheinlich 25 Millionen, wenn das alles zusammenkommt. Wir wollen, das ist ein großes internationales Projekt, wir wollen die Polarstern einfrieren lassen, so ähnlich wie diese Bojen, und dann über einen Winter über das Eis, also über den Arktischen Ozean, driften lassen. Sie sehen an der Farbkodierung, das ist dunkelblau von Oktober bis dunkelrot September, das ist also, wie das dann im Jahr wahrscheinlich driften wird. Das ist jetzt ein angenommener Pfad, der basiert auf vielen Driftexperimenten, die man schon gemacht hat. Und wir könnten dann ein ganzes Jahr lang beobachten, was in dem Eis passiert, wie sich das Eis bildet, wie es dann im Winter sich verhält, wie es wieder schmilzt, welche Auswirkungen das auf die Biologie hat und auf die Atmosphäre. Das ist wichtig, um die Modelle zu verbessern. Und aber auch wichtig, um Wettervorhersagen zu verbessern. Und zwar nicht nur Wettervorhersagen für den Arktischen Ozean, sondern auch Wettervorhersagen für Nordeuropa und überhaupt für die nördliche Hemisphäre. Ich gehe jetzt nicht auf diese ganze Frage ein, wie das Verschwinden des Meereises die polare Zirkulation beeinflusst.
Denn auch das hat eine Auswirkung auf die polare Zirkulation und kann dazu führen, dass es solche undulierenden Wetterströme gibt, wo manchmal ganz warme Luft hier ankommt und manchmal aber arktische Kaltluft, die sich innerhalb kürzester Zeit verändert. Wir hatten ja schon mal solche kalten Ausbrüche vor einigen Jahren im Winter. New York hat es letzten Winter wieder erwischt und in China gab es auch mal solch einen kalten Winter, der da sehr, sehr großen Schaden angerichtet hat. Auch das müssen wir besser in den Begriff bekommen, um Vorhersagen machen zu können. Und Mosaik wird nicht nur das Schiff sein, sondern auch eine Reihe von Stationen, die weiter außerhalb sitzen, auf solchen Eisschollen, die wir mit dem Hubschrauber versorgen können. Und es muss auch vom Satelliten aus Beobachtungen geben, um das größere Feld zu erfassen und auch Flugzeugüberfliegung. Ja, wir sind international dabei. Viele Nationen sind interessiert, das zu machen. Und das würde wirklich mal einen Durchbruch geben für die Daten im Winter. So, die Framstraße. Das ist die einzige Tiefwasserverbindung zwischen dem Arktischen Ozean und dem Atlantik. Und das heißt, der Austausch Atlantik und Arktischer Ozean findet da statt. Und hier haben wir eine Beobachtungsposition, wo wir regelmäßig Proben nehmen, um zu sehen, wie sich das System verändert. Auch da werden autonom messende Systeme eingesetzt, denn es ist wichtig zu wissen, was passiert zum Beispiel, wenn ein Sturm ist. Dann sind wir nie auf See, sondern das müssen alles dann neue Geräte erfassen. Das heißt, ein großer Teil der zukünftigen Entwicklung geht auch in die Richtung, neue Technologien zu entwickeln. Und wir tun das im Augenblick auch zusammen mit der DLR. Nämlich die Leute, die auf dem Mond was machen wollen, brauchen auch autonom arbeitende Systeme, brauchen Systeme, die wenig Energie verbrauchen und die sich selber orientieren können. Und das ist genau das Gleiche, was wir hier auch brauchen. Ja, so sehen dann diese verschiedenen Gerätschaften aus. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wenn einer Interesse hat, kann ich da durchaus noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ein paar Auswirkungen auf die Gesellschaft. Hier ist mal berechnet worden, wenn das Meereis so verschwindet, wie IPCC das vorhersagt, dann könnte man 2050 könnten Schiffe ohne Eisklasse, das sind die blauen, die roten sind Schiffe mit Eisklasse, also eisverstärkte Schiffe, 2050 könnten sie im Spätsommer den Arktischen Ozean überqueren, auf der russischen Route, also auf der Nordostpassage. Aber später könnte man natürlich auch sogar mitten durch den Arktischen Ozean fahren, wenn die Schiffe noch eisverstärkt sind, denn das ist zu gefährlich, weil da immer noch Eis auftreten kann. Das sind natürlich Sachen, wo jetzt auch die Reeder sich schon überlegen, was sie machen. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn da jetzt eine Schiffshavarie passiert, ist das durchaus ein großes Problem. Wie kann man das eindämmen? Was kann man da machen? Und wo gibt es da Search and Rescue Stationen auf diesen ganzen Küsten, die sehr, sehr spärlich besiedelt sind. Und dann natürlich Öl und Gas. Auch da gibt es große Überlegungen. Das ist jetzt die Vorhersage. Sie sehen oben Grönland und dann auf der russischen Seite sehr viele Möglichkeiten auf dem russischen Schelf, dass da Öl liegt, was zum Teil jetzt exploriert wird. Aber im Augenblick ist der Ölpreis zu gering, also man macht jetzt noch nichts, aber vielleicht in 10, 20 Jahren. Und Gas gibt es auch. Auch das ist ein Thema, wo eigentlich die Wissenschaft sagt, wir müssen jetzt ganz schnell daran, dass wir Richtlinien aufstellen können, was gemacht werden kann und was nicht gemacht werden kann und wo man tatsächlich auch Schutzmaßnahmen einrichten muss. So, und jetzt gibt es einen kleinen Film, wie man auf dem Eis arbeitet. Das ist ganz kurz nur. Das war eine Expedition 2012 und da sieht man, wo die gearbeitet haben. So sieht das aus, das Meereis. Man sieht diese Schmelztümpel überall, das ist wirklich massiv. Das ist auf Polarstern aufgenommen.
Ja, das nur mal zu zeigen, wie das so vor sich geht, wenn man dann da auf dem Eis versucht festzustellen, was eigentlich los ist. Ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen möchte ich noch was über die Eisschilde sagen und so ein bisschen was über Permafrost. Eisschilde entstehen durch Schnee. Das ist also Schnee, der sich verfestigt über die Jahrtausende und durch den großen Druck wird es zu Eis. Die frieren alle zusammen und bilden dann so Firn und dann nachher Eis. Und Sie sehen hier eine Animation, das ist aufgenommen von GRACE, das ist vom GFZ, also Geoforschungszentrum in Potsdam, wo sie Höhenveränderungen feststellen, also Massenveränderungen im Eisschild. Und das Blaue sind die Regionen, die am meisten Masse verlieren. Und da sieht man gewisse Gebiete, die also sehr stark abschmelzen an den Küsten. Und das sind die Gigatonnen, die wir jedes Jahr verlieren, 227 Gigatonnen pro Jahr. Und das nimmt zu. Die zweite Ableitung, minus 15, heißt, dass jedes Jahr 15 Gigatonnen dazukommen. Die Kurve ist also nicht gerade, sondern gekrümmt. Und die läuft von 2002 bis 2010, da auf der Seite. Das heißt, wir haben durchaus Grund zur Annahme, dass die Eisschilde tatsächlich anfangen abzuschmelzen. Es kommt auch Schnee wieder obendrauf in der Mitte. Aber der Verlust ist größer als das, was dazu kommt. Wenn man das vergleicht mit der Antarktis, dann sieht man, dass die Antarktis, da wo es rot ist, sind die Bereiche, wo es abtaut, dass das hauptsächlich stattfindet in der sogenannten Westantarktis, da wo diese Halbinsel ist, während der Rest der Antarktis noch relativ stabil ist. Das heißt, der größte Beitrag ist im Augenblick aus Grönland. Und so sieht das aus, wenn wir die Rekonstruktion des Meeresspiegels mal anschauen. Dies läuft jetzt von 1880, das sind so diese Tide Gauges, nennt man das, also die Messungen, die man in den Häfen gemacht hat, bis hin zum Jahr 2000. Das sind dann Satellitendaten. Und das hat sich beschleunigt. Also von 1900 bis 2000 haben wir ungefähr 1,7 Millimeter pro Jahr Meeresspiegelanstieg und in den Jahren bis 2003, 93 bis 2003 ist es schon auf 3 mm pro Jahr gestiegen. Das sieht jetzt immer sehr wenig aus, aber wir müssen ja rechnen, dass das über Jahrhunderte läuft, so ein System. Und es ist nicht nur die Schmelzen des Eises, was dazu beitragen, sondern die Hälfte kommt von der Erwärmung des Ozeans. Also der Ozean wärmt sich an und dehnt sich aus. Und dann kommen noch dazu die Eisschmelze. Und das Ganze macht dann zusammen diese 3 mm aus. Und es ist nicht so, dass der Meeresspiegelanstieg überall gleich ist, sondern wir sehen einige Gebiete, die sind orange, da ist der Meeresspiegelanstieg höher und andere Gebiete sind blau, da bleibt er gleich oder nimmt sogar ein bisschen ab. Also das hängt von den Strömungen ab, von den Ozeanströmungen, wo tatsächlich höherer Meeresspiegelanstieg ist. Und dazu kommt noch das Problem, dass an einigen Stellen zum Beispiel Trinkwasser aus dem Boden genommen wird oder Gas entnommen wird und dass der Boden sich einfach natürlich auch noch senkt. Das ist zum Beispiel in einigen Gebieten in Ostasien der Fall, wo dann zusätzlich zum Meeresspiegelanstieg auch noch die Bodenabsenkung kommt. Und dass das Überschwemmungen immer schon gegeben hat, ist ja normal, nicht? Das gab es immer schon. Es ist nur die Frage, wie häufig findet das statt. Das war die große Mandränke 1612, 1613 im Winter, wo wirklich sehr, sehr viele Menschen umgekommen sind. Und wenn man mal anschaut in die Erdgeschichte, der Meeresspiegel war eigentlich nie stabil. Der hat sich immer wieder verändert. Wir haben hier Kaltzeiten und die Warmzeiten. Was Sie hier sehen, ist die letzte Eiszeit. Da war der Meeresspiegel 120 Meter unter dem jetzigen Niveau. Dann ist es sehr stark angestiegen und das rote Kästchen ist der Ausschnitt da unten, der stammt aus diesem roten Kästchen da oben. Und das sind Temperaturen, die letzte Warmzeit, die wir jetzt so Ende des Jahrhunderts ungefähr erwarten. Das war die letzte Eiszeit. Da hatten wir nach der letzten Eiszeit einen Meeresspiegelanstieg von
fast 4 Metern pro Jahrhundert. Und das ist die Zeit, in der unsere Zivilisation sich entwickelt hat, nämlich Zeiten, wo der Meeresspiegel relativ konstant war und das Klima relativ konstant war. Und deswegen konnten wir auch die Küstengebiete gut besiedeln. Ob das so weitergeht, muss man mal sehen. Und was heißt das eigentlich, wenn man das jetzt mal anschaut? Hier ist mal geschaut, 1 Meter Meeresspiegelanstieg als Annahme. Im Augenblick rechnen wir mit, also IPCC rechnet mit 60 Zentimeter bis Ende des Jahrhunderts. Aber wenn es 1 Meter wäre, dann kann man mal ausrechnen, wie viel Land wäre betroffen. Und das sehen Sie ja hier, dass vor allen Dingen Asien sehr stark betroffen wäre, weil sehr viele niedrige Landflächen da sind, sehr viele Menschen auch und auch von der GDP, also Bruttosozialprodukt, wäre Asien sehr stark betroffen, aber auch Europa, weil wir sehr viele in den Küstenbereichen sehr viele Großstädte haben. Aber das Schwierigste dabei sind diese dicht bevölkerten Flussmündungen, Ganges, Brahmaputra zum Beispiel, Mekong oder Nil. Die sind sehr, sehr schwer zu schützen und da leben auch sehr viele Menschen. Und das heißt eigentlich die Frage, was machen wir, wenn der Meeresspiegel ansteigt, wie kann man da Anpassungsmaßnahmen machen? So, habe ich noch Zeit ein bisschen? Gut. Dann will ich noch was über Permafrost sagen. Das ist aber jetzt echt terrestrisch und geht aus dem Meer hinaus. Sie sehen hier eine Permafrostküste. Das ist gefrorenes Sediment und wird durch das Eis stabilisiert. Und wie definiert man Permafrost? Das ist also Eis oder Meeressediment oder auch Fels, die mehrere Jahre lang ständig gefroren sind. Permafrost ist sehr alt, 2,5 Millionen Jahre. Das hat sich also entwickelt während der Eiszeiten. Fast 25% der Landoberfläche enthält Permafrost, zum Beispiel auch die Alpen haben an gewissen Stellen Permafrost. Und es kann mehrere hundert Meter dick sein, also in Sibirien über 1 Kilometer. Es geht aber nicht sehr viel tiefer, weil von unten die Erdwärme natürlich verhindert, dass es friert. Und dann haben wir einmal diese ständig gefrorenen Teile, aber auch eine aktive Oberschicht, die taut auf und friert dann wieder. Und diese aktive Oberschicht ist unterschiedlich dick, meistens ein paar Meter dick. Und das ist eben die Frage, wenn diese aktive Oberschicht tiefer geht, dann brechen zum Beispiel Straßen, Häuser, Brücken, Eisenbahnschienen zusammen. In Sibirien ist das ein großes Problem. Hier hat man mal ausgerechnet, welche Gebiete am meisten, also Küstengebiete am meisten vom Tauen bedroht sind und von diesen abtauenden Küstenbereichen auch sehr viel Kohlenstoff freisetzen, denn es ist eigentlich wie eine riesige Gefriertruhe. Der organische Kohlenstoff der Vergangenheit ist in dieser riesigen Gefriertruhe einfach festgelegt worden und wenn das jetzt abtaut, kommt das raus und es wird zersetzt durch Bakterien und es ist der zweitgrößte Beitrag an Treibhausgasen neben dem menschlichen Beitrag. Sowohl CO2 kommt raus, als auch Methan, als auch Stickoxide. Ja, so sieht das dann aus. Vor allen Dingen solche Löcher da. Es gibt, und die stürzen dann einfach rein. Die Küsten da oben schmelzen ab und lassen sehr viel organisches Material ins Meer abfließen. Und das ist nicht nur in Sibirien so beobachtet worden. Also dieses ist jetzt ein Bild aus Sibirien, wo einfach gemessen wurde, wie viel Temperaturveränderung messen wir im Permafrost. Da werden also Löcher gebohrt und dann sitzen da Temperatursensoren drin, die das dann registrieren. Dieses ist jetzt aus Jakutien mal ein Bild. Auch da sieht man jahreszeitliche Schwankungen natürlich. Aber insgesamt ist der Trend positiv, also es wird immer wärmer. Ach so, übrigens auf dem Bild, das ist ein Mammutzahn. Also da gibt es ab und zu mal solche Mammute, die da wieder auftauen aus dem Permafrost. Ich war letztes Jahr in Jakutsk im Institut für Permafrostforschung. Unter dem Institut gab es einen Keller, der ging relativ tief rein und das war alles gefroren. Da hatten sie ihre Proben liegen,
Sie sagten, das ist sicherer als alles andere, hier fällt kein Strom aus, es ist immer schön gefroren. Und ganz hinten am Gang gab es noch eine extra Höhle und da war ein Mammutkalb, lag da. Das hatten sie dann gar nicht richtig freigelegt, sondern die haben das da liegen lassen und das konnte man sich dann angucken. Aber nicht nur in Sibirien ist dieser Permafrost-Erwärmung zu sehen, auch hier in Kanada, wie man das sieht. Das sind jetzt verschiedene Bohrlöcher und ich will eigentlich nur zeigen, dass überall die Temperatur ansteigt, weil einfach die Atmosphärentemperatur wärmer wird. So sieht das auch aus. Hier hat man so Eiskeile, die dazwischen sind. Das ist Eis und das ist jetzt auch gefrorene Erde. Und man hat jetzt mal versucht, Massenbilanzen aufzustellen und wie viel Kohlenstoff sitzt eigentlich in der gefrorenen Erde, im Soil, also im Boden. Und das können Sie jetzt nicht so richtig lesen, aber man sieht also, die roten und die schwarzen Teile sind besonders organikreich. Wenn man das dann alles mal zusammenzählt, dann kommt man auf irgendeine Abschätzung von 1300 bis 1500 Petagramm Kohlenstoff, organischen Kohlenstoff. Das ist sehr viel mehr, als in der Atmosphäre vorhanden ist, aber natürlich nicht so viel wie alle fossilen Brennstoffe oder wie zum Beispiel der Ozean insgesamt enthält. Aber wir wissen nicht, was in den tiefen Permafrostböden vorliegt und wir wissen auch nicht, was in dem Permafrost vorliegt, der unter dem Meer ist. Da gibt es nämlich auch Permafrost. Das ist einfach so gekommen, dass es war gefrorener Boden und mit dem Anstieg des Meeresspiegels nach der Eiszeit wurde das überflutet und ist damit dann sozusagen abgeschottet worden von der Erwärmung. Ja, und wenn wir Treibhausgase, also Greenhouse Gas, freisetzen, dann wird es wärmer, dann taut mehr Permafrost und dann kommt noch mehr Greenhouse Gas raus. Das heißt also, auch da haben wir wieder eine positive Rückkopplung, die noch nicht quantifiziert ist. So, und damit würde ich mich ganz gerne verabschieden und danke für Ihr Interesse. Und ich zeige jetzt nur noch die Gebäude des Alfred-Wegener-Instituts. Dieses hier ist das Gebäude in Bremerhaven. Wenn Sie mal kommen, dass Sie das wiedererkennen. Also das ist hier unser jetziges Hauptinstitut. Wir haben aber da hinten, da oben, das ist das alte Hauptinstitut. Wir sind über ganz Bremerhaven verteilt mit irgendwie 20 Gebäuden oder sowas. Dann haben wir ein Institut in Potsdam auf dem Telegrafenberg, ganz in der Nähe vom Geoforschungszentrum. Wir haben auch die Biologische Anstalt Helgoland wurde eingegliedert in den 90er Jahren. Dieses hier ist das Gebäude auf Helgoland und das ist das Gebäude auf Sylt. Und wenn Sie mal nach Sylt kommen, eine sehr schöne Insel, da gibt es ein Naturgewaltenzentrum, was wir zusammen mit der Gemeinde in Sylt betreiben und wo man sehr schön was lernt über die Bedrohung der Küsten. Ja, und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.